In dieser Präsentation geht es um Domain-Driven Design und Strategic Design, Tipps zur Umsetzung und Geschichten aus meiner Consulting-Praxis. Mein Name ist Ibad Wolf, ich arbeite für die Firma InnoQ. Ich mache im Wesentlichen Software-Architekturberatung, Trainings, solche Sachen wie hier, Konferenzvorträge, und ich habe ein paar Bücher geschrieben, ein Buch über Continuous Delivery, das gibt es auch in Englisch, ein Buch über Microservices als Architektur, das gibt es auch in Englisch, und es gibt so eine kurze Zusammenfassung, kostenlos. Dann habe ich ein Buch geschrieben über Technologien zum Thema Microservices, auch dort gibt es eine kostenlose Zusammenfassung und eine englische Version. Und schließlich habe ich zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen die Domain-Driven Design-Referenz von Eric Evans übersetzt. Und da kann man einige von den Konzepten, über die ich hier spreche, auch nochmal nachlesen. Jetzt ist die Frage, warum überhaupt Domain-Driven Design? Und es gibt dafür eine ganze Menge an Gründen. Es gibt auch viele verschiedene Dinge, die Domain-Driven Design so anbietet. Es ist ein relativ umfänglicher Werkzeugkasten. Und das, worüber ich hier in erster Linie sprechen möchte, ist die grobgranulare Architektur. Es gibt innerhalb von Domain-Driven Design auch feingranulare Architekturansätze, das taktische Design. Das ist hier aber gar nicht so sehr der Punkt oder das Argument, sondern hier geht es in erster Linie um grobgranulare Architektur. Und eine Möglichkeit, wie ich so ein System dann strukturieren kann, ist das, was Domain-Driven Design vorschlägt. Das sind bounded Kontexte. Und man kann natürlich sagen, naja, das mache ich halt irgendwie nicht. Ich kann beispielsweise jetzt entscheiden, dass mein System in erster Linie nach Schichten orientiert ist. Also ich baue eine Benutzeroberfläche, ich baue eine Logik und ich baue eine Persistenzschicht. Und das ist auch gar nicht so schlecht, wenn ich das eben auf Code-Ebene mache, ist das so ein bisschen die Default-Architektur. Also es macht Sinn, mein System in diese drei Schichten aufzuteilen. Das ist typischerweise das, was ich eben tue bei so einer Strukturierung meines Codes. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe das als grobgranulare Architektur, also auf der Ebene von Modulen, die vielleicht sogar über Teams verteilt sind, dann habe ich halt das Problem, dass typischerweise eine Änderung durch mehrere Schichten geht. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich möchte etwas am Bestellprozess ändern, dann wird das wahrscheinlich dazu führen, dass etwas in der UI sich ändert, es wird sich etwas in der Logik ändern und vielleicht werde ich zusätzliche Daten erfassen. Das würde jetzt bedeuten, wenn ich dort grobgranular unterwegs bin und das drei Teams sind, dann werde ich mit diesen drei Teams sprechen müssen und bestimmte Architekturentscheidungen, beispielsweise wo ich die Logik tatsächlich unterbringe, können dann durch ganz komische Sachen beeinflusst werden. Ich kann zum Beispiel sagen, das tue ich jetzt in der Datenbank, weil dort sind ja gerade Entwickler und Entwicklerinnen frei. Das macht natürlich dann irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn. Eine andere Möglichkeit, die man halt häufig hat, ist, dass man sagt, naja, wir gehen so datengetrieben vor. Wir sagen, wir haben ein System, das jetzt die Waren managt oder zumindest die Stammdaten der Waren, darüber eben alles weiß. Wir haben ein System, das alles weiß über den Kunden. Wir haben ein System, das alles weiß über irgendwelche Bestellungen. Und das ist auch nicht so super schlau, wenn ich ein System so aufteile, dann werde ich am Ende sehr viele Abhängigkeiten haben. Alle Prozesse in einem Unternehmen oder zumindest sehr viele Prozesse im Unternehmen werden sich irgendwie um Kunden und Waren drehen. Und da jetzt irgendwie zu sagen, dass es in zwei Systemen bedeutet, dass ich dadurch eben ganz viele Funktionalitäten habe, die genau diese Systeme beeinflussen. Und dadurch habe ich dort eben einen Abhängigkeitsschwerpunkt von vornherein eingebaut. Ich bin ja eher externer Berater, das heißt, ich komme irgendwo meistens in irgendeinen Kontext hin. Und er kann dann irgendwie mal so die Frage stellen, ja, wie sieht denn das aus? Wie kompliziert ist jetzt bei euch der Kunde? Und meine naive Annahme ist, naja, nicht Name, Vorname, Adresse, so kompliziert kann es nicht sein. Aber am Ende kommen dann doch sehr überraschend komplizierte Systeme da tatsächlich raus. Und das ist zum Teil eben wirklich, wirklich schwerwiegend. Also da kommen teilweise Systeme raus, die eben hunderte von Tabellen haben. Jede von den Tabellen hat dann 10, 20, 30, 40 Spalten. Und das führt dazu, dass man eigentlich nicht mehr genau weiß, wie diese Systeme genau modelliert werden, wie die genau weiterentwickelt werden sollen und so weiter. Und das ist dann eigentlich eine Aufteilung, die halt nicht mehr weiterentwickelbar ist. Den setze ich jetzt Domain-Driven Design entgegen und sagt, wir definieren bounded Kontexte, darüber hatte ich schon kurz gesprochen. Und ein bounded Kontext ist eben eine Grenze, in der ein Modell und eine Ubiquitous Language definiert und anwendbar ist. Das ist etwas, was als Definition manchmal sehr schnell in Vergessenheit gerät. Deswegen will ich das nochmal grafisch darstellen. Ich habe also einen bestimmten Bereich, in dem ich jetzt ein Modell definiere und außerdem eine Ubiquitous Language
Language habe. Ich sollte nochmal auf den Begriff der Ubiquitous Language eingehen. Das ist so ein bisschen ein Kernkonzept von Domain-Driven Design. Fachliche Experten, fachliche Expertinnen, Entwickler, Entwicklerinnen sollen dieselbe Sprache sprechen. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel so etwas wie ein Taktverstärker, dann sollte der eben im Code drin sein und auch in der Kommunikation zum fachlichen Experten genutzt werden. Taktverstärker ist kein Begriff, den ich mir ausgedacht habe, sondern das ist eben etwas, was es in der Münchner S-Bahn gibt. Ein Zug, der halt zur Rush-Hour zusätzlich eingesetzt wird. Es gibt viele, viele weitere Beispiele. Wenn man halt so als externer Berater in bestimmte Kontexte kommt, dann ergeben sich plötzlich so Fachbegriffe, die halt sehr, sehr spezifisch sind für die jeweilige Umgebung. Und das ist etwas, was ich in dieser Ubiquitous Language habe und dann eben entsprechend umsetzen würde. Das heißt, ich würde jetzt, wenn ich bei der Münchner S-Bahn bleibe, eben einen Taktverstärker als Klasse, als Datenbanktabelle haben und dort entsprechend auch die Logik vorsehen, die eben sagt, zu welchen Zeiten beispielsweise der eingesetzt wird oder was da sonst noch so passiert. So, und jetzt gibt es Beispiele für solche bauenden Kontexte. Ich könnte jetzt zum Beispiel anfangen, könnte sagen, ich gehe orientiert vor nach den Funktionalitäten, die ich gerne haben möchte. Und ich fange an und sage, es gibt halt die Erstellung von Rechnungen. Das ist eine Funktionalität. Wenn ich mir jetzt einen bauenden Kontext überlege, der sowas irgendwie kann, dann stelle ich mir darunter ein System vor, dem ich oben irgendwas reingebe und unten kommt eben eine Rechnung als PDF raus. So, wenn ich das jetzt bauen müsste, würde ich eben irgendwie Berechnungen machen, Gesamtrechnungsbetrag, Mehrwertsteuer, solche Geschichten. Und dann kommt eben unten die Rechnung als PDF raus. Und jetzt kann ich die nächste Funktionalität nehmen, also zum Beispiel genau die Berechnung der Mehrwertsteuer. Und das ist etwas, was ich jetzt vielleicht in demselben bauenden Kontext erledigen will. Wenn ich also in diesem bauenden Kontext bereits Rechnungen schreiben kann, dann ist vielleicht die Funktionalität für die Mehrwertsteuerberechnung da auch drin. Ich kann es auch anders entscheiden, wenn ich eben sage, dass diese Berechnung der Mehrwertsteuer sehr, sehr aufwendig ist und dass das mein Modell für die Rechnung zu kompliziert werden lassen würde, wenn ich jetzt da auch noch die Mehrwertsteuer berechne, dann könnte ich es getrennt davon machen. Das ist jetzt eine Aussage über das Modell. Diese Aussage über das Modell ist nur sinnvoll, wenn ich vorher mir überlegt habe, ob es wirklich dieselbe Ubiquitous Language ist. Und wenn ich mir eine Rechnung angucke, da ist die Mehrwertsteuer drin. Also die Begrifflichkeiten sind schon ähnlich. Das ist zumindest eine Überschneidung, sodass ich also dort tatsächlich dann diese Modelle vielleicht zusammenfassen kann, weil eben die Ubiquitous Language mindestens Überlappungen hat, vielleicht sogar identisch ist. Wäre das nicht der Fall, müsste ich es sofort ändern, trennen, weil ich sonst in die Gefahr komme, dass ich eben nicht mehr sauber definierte Begriffe habe. Dazu werde ich gleich auch nochmal kommen. In den verschiedenen bauenden Kontexten können bestimmte Begriffe, also zum Beispiel die Ware, unterschiedlich besetzt sein. Das wäre jetzt also mein bauender Kontext für Invoicing. So, und jetzt kann ich halt mir überlegen, was mit der nächsten Funktionalität ist, also zum Beispiel mit dem Shopping Cart. Und ich würde jetzt argumentieren, wenn ich ein System habe, was Rechnungen erstellen kann, da sind Begriffe drin, Rechnung, Preis, Mehrwertsteuersatz, solche Geschichten, das sind andere Begriffe, als ich sie beim Shopping Cart hätte. Da würde ich die Sachen eben reinlegen und ich möchte dort eben am Ende beispielsweise vielleicht auch die Bestellung bearbeiten. Das heißt, die Begriffe sind unterschiedlich, also werde ich am Ende wahrscheinlich dort einen anderen bauenden Kontext bauen müssen, weil die Begrifflichkeit anders ist. Und eine Funktionalität wie Accept Order beispielsweise, die passt von der Begrifflichkeit eher da rein. Und jetzt habe ich hier meinen nächsten bauenden Kontext, der zum Beispiel für den Bestellprozess verantwortlich ist. Und da können eben tatsächlich jetzt bestimmte Begriffe, wie zum Beispiel die Ware, anders definiert sein. Für eine Rechnung ist bei einer Ware nur relevant, was sie kostet. Beim Bestellprozess sind vielleicht andere Dinge interessant, also zum Beispiel, ob es jetzt gerade eine Ware ist, die halt irgendwie in irgendeiner Aktion ist, oder die Beschreibung, Bilder, Marketingmaterialien, solche Geschichten. Jetzt kommt die nächste Funktionalität. Ich möchte wissen, wo meine Bestellung ist. Da gibt es ganz andere Begriffe, zum Beispiel den Begriff der Lieferung, der jetzt kaum sinnvoll nutzbar ist in den anderen bauenden Kontexten. Also ist das wieder eine eigene Ubiquitous Language. Und so ist das eben auch mit der Lieferung, dem Algorithmus, der jetzt sagt, hier ist halt irgendetwas, beispielsweise ein Diamantenkollier, das ist zwar klein, aber sehr wertvoll, das will versichert verschickt werden, während so etwas wie ein Stück Papier beispielsweise oder hier zum Beispiel ein Exemplar
von der Domain-Driven Design-Referenz. Das ist halt nicht wahnsinnig teuer. Ich glaube, das kostet 2,50 oder 3,50. Das will ich vielleicht nicht versichert verschicken. So, das wäre also das bei dem Verschicken. Und jeder dieser Dinge ist eben eine eigene Ubiquitous Language. Das ist eine fachliche Aussage. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem rede und sage, ich will die Ware verschicken, dann sagt er halt, super, diese Ware hier ist halt so und so schwer und hat halt ungefähr diese Größenordnung im Preis. Das heißt also, ich verschicke sie folgendermaßen. Während jemand, der jetzt zum Beispiel eine Rechnung schreibt, für den ist eben relevant, dass das hier reduzierter Mehrwertsteuersatz ist, also dementsprechend dort die Mehrwertsteuerberechnung anders aussieht. Dadurch komme ich zu relativ kleinen und getrennt voneinander behandelbaren Modellen. Das bedeutet also, ich habe dort jetzt ein Modell, das tatsächlich alles zu diesem Bereich tut. Wenn ich also zum Beispiel die Berechnung meiner Rechnung habe, das Erstellen meiner Rechnung, das ist etwas, was in dem Invoicing-Prozess in sich abgeschlossen einfach passiert, ohne Beeinflussung der anderen bauenden Kontexte. Es gibt natürlich eine Kommunikation, wenn ich etwas bestellt habe, sollte am Ende eine Rechnung rauskommen und eben auch eine Lieferung. Das heißt, es gibt dort eine Kommunikation, aber die absolute Mehrzahl der Requests und die absolute Mehrzahl der Änderungen sollte in einem bauenden Kontext lokal sein. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe und sage, hey, wo ist denn bitte meine Lieferung, dann ist eben der bauende Kontext für die Lieferung dafür zuständig. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, ich möchte halt irgendwie, dass der Lieferalgorithmus geändert wird, dann wird eben nur dieser Lieferalgorithmus geändert. Es ist natürlich denkbar, dass es jetzt Dinge gibt, die übergreifend sind, aber das ist eher die Ausnahme. Und so sollte es ja bei guten Modulen sein. Gute Module sind zwar integriert, aber nach Möglichkeit ist eben eine Änderung lokal. Jetzt können wir uns mal überlegen, was jetzt passiert mit bestimmten Dingen, die so ein bisschen querschnittlich sind. Also wir haben ja gesagt, es wäre jetzt eine Alternative, ein Warensystem anzulegen, in dem alles drinsteht, was für Waren relevant ist. In diesem System werden wir jetzt die Waren in jedem bauenden Kontext implementiert haben. Und für den Bestellprozess bei dem Laptop werden wir zum Beispiel sagen, naja, es gibt irgendwie ihn in Schwarz, es gibt ihn in Rot und in Grün. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass ich den speziell für einen Kunden fertigen will, also es gibt irgendwie oben auf dem Laptop ein Bild, was darauf gedruckt wird, dann ist das mein spezifischer Laptop. Es gibt vielleicht ein Customizing dort, wo ich eben schauen kann, wie das aussieht, wenn das Bild da drauf ist und so weiter und so weiter. Das heißt also, mein Laptop ist dort unterscheidbar von anderen. Während bei der Bezahlung ist es vielleicht so, dass ich sage, naja, es ist ein 16 oder ein 8 GB Laptop, kostet unterschiedlich viel Geld. Das heißt also, wenn die unterschiedliche Preise haben, dann sind es unterschiedliche Laptops. Aber mein Laptop mit 16 GB ist prinzipiell ununterscheidbar von einem anderen Laptop, der ebenfalls 16 GB hat. Das heißt also, insbesondere ist egal, welche Farbe der hat. Und es ist auch egal, welches Bild da nun drauf gedruckt ist. Während beim Bestellprozess ist mir das deutlich nicht egal. Und beim Losschicken, naja, das wiegt halt 2 Kilo, kostet ungefähr alles dasselbe, ist also dasselbe Risiko. Also werden jetzt unterschiedliche Gewichte, unterschiedliche Laptops dort zur Folge haben. Und das geht eigentlich sogar noch weiter. Ich habe vor einiger Zeit eine VR-Brille gekauft. Und diese VR-Brille habe ich halt eben 2020 in der Mitte des Jahres ungefähr gekauft. Ich habe sie Ende des Jahres geliefert bekommen. Ich würde vermuten, dass diese Brille zu dem Zeitpunkt, als ich sie bestellt habe, nur in diesem bestellbauenden Kontext vorhanden war, aber noch nicht im Kontext für die Lieferung, weil nicht klar war, wie die überhaupt final aussehen wird. Die wurde noch weiterentwickelt. Und das bedeutet, dass also sowas wie die Größe der Verpackung oder das Gewicht vielleicht noch unklar waren, sodass also dort offene Informationen sind, einige Sachen halt einfach fehlen. Das bedeutet, der Lebenszyklus ist auch unterschiedlich. Und das geht auch weiter. Wenn diese VR-Brille irgendwann nicht mehr lieferbar ist, weil sie nicht mehr aktuell ist, dann kann man sie wahrscheinlich eben nicht mehr bestellen. Für die Rechnung wird sie noch zumindest einen Schatten haben, weil diese Rechnung wird vielleicht 10 Jahre aufbewahrt. Und vielleicht auch noch für die Lieferung, weil ich sie vielleicht zurückschicken will. Das heißt, die Lebenszyklen in diesen bauenden Kontexten sind auch unterschiedlich. Und das scheint zwar eine VR-Brille zu sein oder ein Laptop, aber in Wirklichkeit sind es hier unterschiedliche Teile, unterschiedliche Aspekte. Das heißt, es sind wirklich sehr unterschiedliche Dinge. So, und es stellt sich trotzdem die Frage nach der Konsistenz. Zumindest ist das eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Denn wenn ich mir dieses Diagramm anschaue, dann ist es dort eben so, dass es unterschiedliche Kontexte gibt, in denen es
trotzdem diesen Laptop jeweils gibt. Und ich hatte schon darauf hingewiesen, dass das unterschiedliche Lebenszyklen sind. Und trotzdem stellt sich irgendwie die Frage nach Redundanz. Meine Behauptung wäre, dass jetzt eigentlich jede Information zu dieser Ware zu einem Bundle-Kontext gehört. Also wenn es halt um Preis geht, das ist etwas, was in Invoicing steht, wo das eben berechnet wird. Das bedeutet, andere Bundle-Kontexte können zum Beispiel auch die Berechnung von diesem Preis dort nutzen, aus dem Invoicing. Die Beschreibung ist etwas, was im Bestellprozess steht und so weiter. Es gibt einige Ausnahmen. Ich würde zum Beispiel argumentieren, dass eben dieser Name der Ware, was für ein Laptop auch immer das ist, der ist vermutlich in jedem dieser Bundle-Kontexte irgendwie drin. Es macht keinen Sinn, dass man sagt Laptop 42 in einer Rechnung, sondern da wird irgendwie eine Beschreibung, ein Name drinstehen und das wird analog sein für die anderen Bundle-Kontexte, einfach damit man das Ding irgendwie einem Menschen sozusagen verständlich machen kann. So, es ist trotzdem so, dass das erstmal unterschiedliche Dinge sind, sodass eben die Redundanz sich gar nicht so stark einstellt. Die ist halt begrenzt auf einige gemeinsame Felder. Das bedeutet, es gibt nur wenige Daten, die tatsächlich repliziert sind und diese Frage nach der Konsistenz stellt sich nicht so stark. Wir sollten auch noch mal kurz darüber sprechen, was eigentlich Konsistenz überhaupt bedeutet. Es gibt zwar unterschiedliche Dinge. Es gibt zum einen die Konsistenz aus diesem CAP-Theorem. Das ist Konsistenz, Consistency, Availability, Verfügbarkeit und Partitionstoleranz. Das ist eine Aussage über ein verteiltes System. Und dort bedeutet Konsistenz, alle Knoten sehen dieselben Daten. Also wenn ich einen Knoten frage und sage, hey, wie viele Laptops sind noch da? Dann sagt der Knoten mir 42. Wenn ich einen anderen frage, sagt er mir auch 42, dann ist es konsistent. Dann sagt er mir 23, sind sie Inkonsistenz. Und auf der anderen Seite gibt es diese Asset-Konsistenz. Die Asset-Konsistenz sagt, dass keine Constraints verletzt sein sollen. Also beispielsweise die Elemente meiner Bestellung, die ich aufsummiere, das muss eben stimmen. Die Summe soll gleich den einzelnen Positionen sein, sonst ist diese Invariante verletzt. Oder der Bestellbetrag sollte halt über 0 Euro sein, sonst ist etwas sehr komisch. Genauso wie eben ein Sparbuch über 0 Euro haben muss als Bestand und so weiter und so weiter. So, und das sind jetzt Aussagen, Konsistenzaussagen. Jetzt ist die Frage, ob es da irgendwie eine Antwort sozusagen von Domain-Driven Design gibt. So, und das Überraschende ist, dass Domain-Driven Design im Wesentlichen sagt, dass die Asset-Konsistenz, also diese Konsistenz darüber, dass Constraints und Invarianten nicht verletzt sind, nur auf Ebene eines Aggregates ist, also auf der Ebene eines großen persistenten Objekts. Also noch nicht mal mehr als ein Objekt. Wenn ich also sage, ich habe eine Bestellung und einen Lagerbestand, das sind wahrscheinlich zwei Aggregates und die können inkonsistent sein. Das heißt also, ich kann sagen, diese Ware ist zwar bestellt, aber sie ist eben im Lagerbestand noch nicht abgezogen. Das ist genau die Idee eines Aggregates. Ein Aggregate ist so aufgebaut, dass ich dort eine Anfrage bekomme in das Aggregate Root. Diese Anfrage wird verteilt, also es wird zum Beispiel eben dafür gesorgt, dass eben auf der einen Seite die Summe der Bestellelemente aktualisiert wird und auf der anderen Seite das Bestellelement integriert wird in die Datenstruktur, sodass die beiden Sachen konsistent sind. Das ist genau die Idee von einem Aggregate. Und über Aggregates hinaus gibt es das nicht, das heißt, dort ist die Konsistenz denn eben nicht vorhanden. Über CAP-Konsistenz, naja, also stellt sich halt die Frage, ob Replikation und ein verteiltes System überhaupt etwas ist, was Domain-Driven Design gehört. Das kann man argumentieren oder diskutieren. Eigentlich geht es hier gar nicht um dieses Thema. Es geht nicht darum, ob Waren repliziert sind. Es geht darum, dass hier unterschiedliche Datenmodellierungen in unterschiedlichen Bundle-Kontexten sind. Das heißt, über das CAP-Theorem gibt es und über Verteilung in einem verteilten System gibt es nicht so richtig eine Aussage. Von daher ist es also so, dass diese Konsistenzsache tatsächlich aufgelöst wird auf Ebene von eben Aggregates, wobei ich muss eben sagen, wenn es eine Transaktion geben soll über mehrere Aggregates hinweg, würde ich das eben auch zur Not sozusagen implementieren. Und es gibt zumindest einige Redundanzen, zum Beispiel bei sowas wie Namen oder so. Aber ich würde jetzt argumentieren, dass traditionelle Modelle eben auch oft Redundanzen haben. Also es ist eben nicht so, dass jetzt traditionelle Systeme völlig redundanzfrei sind. Und das ist auch nichts, womit ich jetzt angetreten bin. Ich habe nicht gesagt, Bundle-Kontexte lösen das Problem von Redundanz, sondern ich habe gesagt, sie vereinfachen die Domain-Modelle.
Das bedeutet, dass ich diesen Nachteil in Kauf nehmen muss, wenn man ihn denn überhaupt als Nachteil sieht. Domain-Driven Design sagt eigentlich genau genommen, diese fachliche Schule sagt, dass Konsistenz noch nicht mal innerhalb eines bounded Kontextes garantiert sein muss, sondern in einem Subset eines bounded Kontextes, in einem Aggregate, was also eigentlich den Verdacht nahelegt, dass das auch das ist, was ich fachlich typischerweise benötige. Und ja, ich muss dann halt irgendwie ein paar Inkonsistenzen in Kauf nehmen. Das ist dann eben so. Aber ich habe dafür eben andere Vorteile. Nochmal, wenn ich jetzt bounded Kontexte habe, ohne bounded Kontexte habe ich diese sehr komplexen Datenmodelle. Das ist auch etwas, was ich bei den allermeisten Kunden sehe, mit hunderten von Datenbanktabellen, mit mehr als 20 Spalten jeweils, die also wirklich schwer zu warten sind. Und dieses Problem, das ist etwas, was bounded Kontexte tatsächlich lösen, auch prinzipiell lösen. Und das bedeutet, ich würde halt ehrlich gesagt selber dieses wichtige Problem lösen, als dass ich jetzt versuche, nochmal redundanzfrei zu werden und das nicht hinbekomme und vor allem dabei eben ein System baue, was vielleicht auch gar nicht redundanzfrei am Ende ist und eben außerdem noch diese Probleme mit den komplizierten großen Datenmodellierungen hat. Ich würde das persönlich eher nicht tun. Deswegen finde ich halt diesen Ansatz mit bounded Kontext an der Stelle besser. Das ist meiner Ansicht nach der bessere Trade-off. Was gibt es noch zu sagen? Wichtig ist noch der Fokus. Also wenn ich jetzt hier mein System mir ansehe mit diesen bounded Kontexten, dann habe ich hier drei verschiedene bounded Kontexte, Invoicing, Order und Shipping. Und ich kann hier jetzt unterscheiden zwischen der Core-Domain, das was für mich wirklich wichtig ist, Supporting-Domains, die mich halt irgendwie unterstützen, und irgendwelchen Generic-Subdomains, die halt einfach sehr, sehr generisch sind und zumindest nicht die Motivation des Projektes darstellen. Das bedeutet, dass ich hier letztendlich die Herausforderung habe, dass ich anders vorgehe. Ich löse dadurch die typischen Herausforderungen, also zu viele Abhängigkeiten, komplexe Datenmodelle und irgendwie dieses pure technische High-Level-Architekturbild. Und ich habe einen anderen Ansatz, mein System zu strukturieren, meine Systemlandschaft, meine Module und meine Microservices. Die Domäne wird eben wesentlich wichtiger. So, und jetzt kann ich hier draus auch irgendwie direkt eine Ableitung bilden von meiner Business-Strategie. Ich kann jetzt irgendwie sagen, ich habe bestimmte Business-Entscheidungen, die dazu führen, dass halt bestimmte Sachen wichtig sind oder weniger wichtig sind. Also wenn ich zum Beispiel sage, meine Kunden, für die ist es wichtig, dass ich rechtzeitig etwas liefere, dann ist Shipping eben Core. Wenn ich sage, dass es wichtig ist, dass meine Kunden leicht einfach bestellen können, dann ist dieser Order-Prozess an der Stelle wichtig. Und das ist eine Eingabe sozusagen für die Architektur, auf die die Architektur reagieren muss, aus der ich einiges ableiten kann. Dazu werde ich gleich noch kommen. Und eben etwas, was ich hier auch bei Domain-Driven Design beachten muss. Damit kommen wir zu dem nächsten Thema, der Kollaboration zwischen den bounded Kontexten. Diese Kollaboration sagt also, wenn ich einmal mein System in bounded Kontexte, wie ich das gezeigt habe, aufgeteilt habe, dann muss ich mich darum kümmern, wie ich die wieder zusammensetze, wie sie also kollaborieren. Und das ist eine Diskussion, die domainspezifisch ist. Das heißt, ich werde jetzt einige Annahmen machen, die man auf einer fachlichen Ebene diskutieren kann. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie tiefer reingucke, können wir das halt irgendwie anders fachlich entscheiden. Das ist hier jetzt in unserer Diskussion nicht so wichtig. Wir wollen hier die Prinzipien verstehen. Wir wollen eben nicht die Domäne im Detail diskutieren. Wenn ich tatsächlich im Projekt wäre, wäre das exakt die Diskussion, auf die wir jetzt einsteigen müssten, weil ich ja genau die Domäne modellieren möchte. Das heißt also, an vielen Stellen wird man wahrscheinlich sagen, ja, das, was du da gerade erzählst, das ist irgendwie fachlich fragwürdig. Ja, bitte seht mir das halt an der Stelle nach. Und ja, das ist irgendwie super, wenn ihr in euren Projekten genau darauf den Fokus setzt. So, und für diese Definition von Abhängigkeiten müssen wir erstmal ein paar Begriffe hinbekommen. Dazu schauen wir uns eben die Definition dieser Begriffe jetzt an. So, und der erste Begriff ist Upstream, Downstream. Und zwar ist es so, dass der Downstream-bounded Kontext vom Upstream-bounded Kontext abhängt, um erfolgreich zu sein. Das bedeutet, dass wir hier über eine Abhängigkeit sprechen, und zwar über eine Abhängigkeit relativ zum Begriff erfolgreich, der ja unterschiedlich definiert sein kann. Umgekehrt ist es so, dass Upstream eben nicht von Downstream abhängig ist, um erfolgreich zu sein.
Und das Bild kommt halt von so einem Fluss. Das heißt also, wenn ich hier einen Fluss habe, der von Upstream nach Downstream fließt, dann kann Upstream den Fluss vergiften und Downstream kann halt nichts machen. Das heißt also, Upstream kann zwar Downstream das Leben schwer machen, aber umgekehrt geht es eben nicht. Das ist hier die Definition und es ist abhängig vom Erfolg. Das bedeutet insbesondere, dass diese Definition jetzt nicht spricht über solche Sachen wie Schnittstellen, Daten oder andere Dinge. Es geht darum, dass eben die Arbeit an dem einen Boundary-Kontext nur möglich ist, wenn der andere Boundary-Kontext dort entsprechend zuliefert oder den Erfolg unterstützt. Downstream kann nur erfolgreich sein, wenn Upstream entsprechend den Fluss nicht vergiftet, also eben dort unterstützt. Und das bedeutet, es gibt dort wahrscheinlich irgendwie eine Beziehung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Upstream-Downstream-Beziehungen haben kann, ohne dass es eine Schnittstelle in Software gibt. Aber definitorisch ist das nicht. Und es ist insbesondere nicht so, dass jetzt dort definitorisch steht, Upstream liefert Daten an Downstream. Das kann natürlich so sein. Es ist sogar wahrscheinlich, aber es ist eben nicht die Definition. Gehen wir das jetzt mal in unserem Beispiel durch. Also wir fangen an und sagen, wir haben hier Invoicing und Order. Invoicing, nehmen wir an, ist dann erfolgreich, wenn die Software Rechnung schreiben kann, die dieser Boundary-Kontext repräsentiert. Das finde ich jetzt keine völlig abwegige Definition von Erfolg. Bestellung ist dann erfolgreich, wenn sie Bestellung entgegennehmen kann. Was das jetzt bedeutet, wenn man sagt, das ist die Definition von Erfolg, ist, ich würde behaupten, ich kann keine Rechnung schreiben, wenn die Information von der Bestellung nicht so ist, dass ich sie eben schreiben kann. Da könnte irgendwas fehlen, die Anzahl der bestellten Waren, die genaue Spezifikation der Waren, was auch immer. Und natürlich kann der Bestellprozess Bestellungen entgegennehmen, ohne dass dort die Daten drin sind, um Rechnungen zu schreiben. Das ist prinzipiell möglich. Der Erfolg ist ja nur definiert als kann Bestellungen entgegennehmen. Hier sieht man, wenn man das jetzt irgendwie ein bisschen manipuliert und sagt, ja, aber das ist eine komische Definition von Erfolg für Bestellung. Vielleicht sollten Bestellungen erfolgreich sein, wenn eben Rechnungen geschrieben werden. Ich finde das komisch, weil das ist eigentlich außerhalb der Domäne dieses Boundary-Kontext. Das könnte man theoretisch so machen. Dann bricht die Diskussion, die ich hier habe, zusammen. Deswegen habe ich ja gesagt, meine Definition von Erfolg ist, der Invoicing-Boundary-Kontext kann Rechnung schreiben, der Order-Boundary-Kontext kann Bestellung entgegennehmen. Finde ich einsehbar. Wenn man das so macht, kriegt man jetzt eben raus, dass Order Upstream zu Downstream Invoicing an der Stelle ist. Und wir haben dieses Bild jetzt bekommen. Wir sagen, Invoicing ist Order sozusagen ausgeliefert. Und das haben wir halt bekommen durch eine Aufteilung im Boundary Kontexte, die meiner Ansicht nach fachlich gut zu motivieren ist. Darüber haben wir ja diskutiert. Und über eine Definition von Erfolg, die meiner Ansicht nach auch fachlich gut motivierbar ist, über die wir auch diskutiert haben. Und wenn wir jetzt sozusagen logisch das fortsetzen, kriegen wir hier eben dieses Faktum raus. Das ist keine Designentscheidung. Wir haben jetzt keine spezifische Designentscheidung gemacht, die jetzt sagt, Order ist Upstream für Downstream Invoicing. Wir haben eigentlich gesagt, wir teilen das System so auf. Wir haben diese beiden Dinger und wir definieren Erfolg sozusagen offensichtlich und wir kriegen raus, Order ist Upstream für Downstream Invoicing. So, jetzt ist halt die Frage, können wir mit diesem Faktum leben? Ja, das hängt eben davon ab. Und das ist genau die Stelle, wo dieser Fokus wichtig ist. Ich habe ja vor kurzem gesagt, dass eben, wenn ich einen Fokus mache auf mein Invoicing-Ding, was ich tatsächlich argumentieren kann aus der Geschäftsstrategie, dann ist das vielleicht irgendwie nicht so cool, dass es jetzt Downstream ist, weil es bedeutet, dass sie eben einem dem Wohl und Wehe von irgendjemand anders ausgeliefert sind. Und das möchte ich eigentlich nicht. Vielleicht ist mir das aber auch egal. So, das heißt also, wir müssen jetzt darauf irgendwie reagieren oder ob Invoicing wichtig ist oder nicht. Das ist eigentlich etwas, was aus diesem Fokus sich ergibt und das kann man unterschiedlich argumentieren. Nehmen wir jetzt mal an, Invoicing sei wichtig. So, dann habe ich halt das Problem, dass Order Invoicing sozusagen kaputt machen kann und dass auf der anderen Seite Invoicing irgendwie dem ausgeliefert ist. Also wahrscheinlich sind beide Teams, beide Boundary-Kontexte nicht besonders glücklich. Dagegen muss ich jetzt etwas tun. Und eine Möglichkeit darauf zu reagieren ist, dass ich jetzt sage, Invoicing darf Requirements an Order geben.
Das heißt also, wenn Invoicing sagt, hey, ich kann mein Ziel nicht erreichen, ich bin downstream oder du musst irgendwas tun, dann sage ich jetzt Invoicing, hey, dann darfst du halt ein Requirement an Order geben. Und Order und Invoicing würden eben gemeinsam sich über Budget, Zeit und so etwas halt unterhalten und das gemeinsam entwickeln. Order hat ja noch andere Kunden, zum Beispiel real existierende Kunden, die halt diese Funktionalitäten benutzen und vielleicht andere Systeme, zum Beispiel Shipping vielleicht, die eben auch Order benutzen. Das heißt also, Invoicing kann nicht Order vollständig dominieren, aber es kann dort eine Rolle mitspielen und wir würden vielleicht gemeinsam Akzeptanztests definieren. Das wäre also eine Möglichkeit, mit dieser Upstream-Downstream-Beziehung umzugehen. Und hier ist es jetzt so, dass ich eben sage, Invoicing ist super wichtig, was halt eine Geschäftsentscheidung ist. So, es gibt eine andere Möglichkeit, das ist der Open Host Service. Da nehme ich jetzt an, dass Invoicing nur einer von vielen Clients ist, die sich irgendwie für Order interessieren und dass eine spezifische Schnittstelle, eine spezifische Übersetzung zu viel Aufwand ist. Also will ich eine generische API anbieten. Das kann ich mir für diesen Fall nicht vorstellen. Das ist eher etwas, was halt so im Internet vielleicht der Fall ist, wo ich ihm sage, ich habe eine API, die hat ganz viele Kunden haben und diese Kunden nutzen diese API und ich will die eben generisch halten. Ich will nicht für jeden Kunden eine eigene API machen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe hier aber noch ein Requirement, dann implementiere ich dieses Requirement nur dann, wenn es mir als dem Anbieter dieser API wirklich in den Kram passt. Das ist deswegen wichtig, weil es bedeutet, dass am Ende der Anbieter dieser API, also in meinem Beispiel wäre das Order, nur der Anbieter dieser API hat das letzte Wort und kann die eben so weiterentwickeln, dass sie weiterhin generisch bleibt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn irgendjemand jetzt sozusagen diese API dominiert, dann wird sie wahrscheinlich eben nicht mehr generisch werden, sondern auf irgendwelche Spezifika Rücksicht nehmen. Wenn jetzt Invoicing ganz spezielle Anforderungen hat, naja, dann kann man ja immer noch eine eigene Schnittstelle bauen. So, und hier ist jetzt der Einfluss reduziert. Also hier ist es so, dass halt Invoicing zu Order kommen kann und sagen kann, hey, ich hätte gern dieses Feature. Und dann sagt Order, ja, du bist einer von ganz vielen Clients. Jetzt könnte man denken, das bedeutet, man hat irgendwie überhaupt gar keinen Einfluss oder der Einfluss hängt davon ab, wie viel Geld ich sozusagen habe, wie wichtig Invoicing dann ist, welchen wirtschaftlichen Druck ich aufbauen kann. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Es geht eben darum, ob ich eine gute Idee habe, wie diese Schnittstelle weiterzuentwickeln ist oder nicht. Wenn ich eine gute Idee habe, die Order reinpasst, dann würde sie umgesetzt werden. Und die letzte Möglichkeit, auf Upstream, Downstream zu reagieren, ist Conformist. Dann sage ich, Invoicing ist eigentlich egal. Invoicing soll dem Order-Modell folgen. Dadurch kriege ich eine einfachere Integration. Das heißt, ich sage im Prinzip Invoicing, hier ist das Modell von Order, viel Spaß. Ihr dürft daran keine Kritik üben, ihr dürft das nicht weiterentwickeln. Das ist halt das Modell. Das könnte zum Beispiel ein Ausdruck von niedriger politischer Macht sein, wo ich also de facto das nicht umsetzen kann. Das ist auch das, was das Pattern eigentlich sagt. Das Pattern, wenn man sich es durchliest, sagt eben, ja, wir haben halt versucht, dort Requirements einzukippen. Das hat nicht funktioniert. Irgendwann haben wir dann aufgegeben und haben festgestellt, dass wir besser damit fahren, wenn wir sagen, wir nehmen einfach das Modell so, wie es ist und wir versuchen es nicht weiterzuentwickeln. Eine Alternative dazu ist das Anti-Corruption Layer. Das Anti-Corruption Layer ist von den Machtgegebenheiten genauso. Der Unterschied ist, dass ich dort eine Schicht einziehe. Ich würde also bei Invoicing noch eine Schicht bauen und würde sagen, Order hat ein Modell, das ist halt irgendwie sehr alt und sehr schwierig zu handhaben. Das übersetze ich in mein eigenes internes Modell und ich koppel das. Das wäre dort eine Alternative. Dann kann ich zwar immer noch keine Requirements bei Order einkippen, aber ich habe eben die Möglichkeit, mich dort zumindest softwarearchitektonisch zu entkoppeln und da eben die entsprechenden Möglichkeiten. Das heißt also, was ich hier auf diesem Folien gezeigt habe, ist, wenn ich bei Upstream, Downstream ankomme, was ich feststellen kann, was sich ergibt durch die Aufteilung und dadurch, dass ich Erfolg irgendwie geeignet definiere, dann kann ich darauf reagieren mit Customer Supplier. Da sage ich, diejenigen, die eben auf der Downstream-Seite sind, sollen wichtiger werden. Die werden zu einem Customer und können dem Supplier, der dann Upstream ist, also Order in meinem Beispiel, Vorschriften machen, was zu implementieren ist. Ich kann sagen, das ist mir völlig egal. Es gibt halt den Conformist. Also ich habe dort ein Element, das einfach das Modell von dem anderen übernimmt,
ohne Änderung, ohne Mitspracherecht, oder ich habe so einen Open-Host-Service. Da hätte ich viele Interessenten an diesem Modell und ich habe dort eine generische API, die dann weiterentwickelt wird, so wie der Anbieter der generischen API das gerne haben möchte, damit sie eben auch generisch bleibt. Das heißt also, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, tatsächlich eine Architekturentscheidung zu treffen, die interessanterweise eher so eine organisatorische Entscheidung ist. Also die Frage, kann ich jetzt Requirements reinkippen oder habe ich die Herrschaft über meine generische API, ist ja eher eine organisatorische Frage, nicht so sehr eine, die man vielleicht klassisch als Softwarearchitektur sehen würde. Und das ist jetzt eben eine Möglichkeit, die mir Strategic Design an dieser Stelle bietet, also eine Möglichkeit, damit sinnvoll, kreativ sozusagen umzugehen. In dem Bereich von Strategic Design gibt es noch weitere Patterns, zum Beispiel den berühmten Big Ball of Mud, also die große Schlammkugel sozusagen. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine klare Struktur hat. Also letztendlich hängt eben alles von allem ab. Das heißt also, wenn ich irgendwo versuche, was zu ändern, dann hat das Konsequenzen für alles Mögliche. Dieses Pattern ist später zu Domain-Driven Design hinzugekommen und das Paper ist eigentlich relativ spannend. Das argumentiert zum Beispiel, dass das vielleicht eine der dominierenden Architekturen ist, die wir im Moment haben. Also in gewisser Weise ist sie sehr, sehr erfolgreich. Also man muss schauen, dass eben die meisten Systeme tatsächlich trotz dieser Architektur irgendwie funktionieren und weiterentwickelt werden können. Aber es ist natürlich nicht die Architektur, die man sich wünscht und es ist auch keine besonders schöne Architektur. Das wäre jetzt etwas, was ich sozusagen im Design meiner Bounded-Kontexte anlege. Nicht willentlich wahrscheinlich, sondern das ergibt sich. Ich habe also eigentlich mehrere Bounded-Kontexte irgendwie zusammengemengt und ich habe eben diesen Big Ball of Mud, der eben keine große Struktur mehr hat. So, und dafür ergibt sich auf der organisatorischen Seite ein Effekt, mutually dependent. Das heißt, beide Bounded Kontexte, mehrere Bounded Kontexte müssen zusammen geliefert werden, um es irgendwie einen Erfolg zu nennen. Die sind wechselseitig eben abhängig. Das ist eine relativ starke Abhängigkeit, nicht? Also die Aussage ist, wenn ich irgendwie einen der beiden ausliefere, dann nützt mir das nichts. Wenn wir bei dem Order Invoicing bleiben, da ist es so, dass eine ganze Menge an Features einfach in Invoicing wahrscheinlich sind. Eine ganze Menge an Features sind nur in Order. Nicht? Ich will den Order-Prozess hübscher machen für Kunden. Ich will dafür sorgen, dass irgendwie bessere Beschreibungen da sind. Ich will solche Dinge halt tun. Das sind alles Sachen, die halt dann im Order-Prozess drin sind. Solche Sachen wie, ich möchte halt gerne die Mehrwertsteuerberechnung ändern, wäre halt nur im Invoicing. Und es gibt natürlich eine Interaktion, die Stelle, wo die Waren eben von dem einen zum anderen übergeben werden, die bestellten Waren. Aber das ist der einzige Teil, wo man dann irgendetwas hätte, wo man sich stärker abhängig ist und halt koordinieren muss. Hier ist das eigentlich der Default. Das ist also so, dass diese beiden Kontexte sehr eng verwoben sind. Etwas, was wahrscheinlich nur dann der Fall ist, wenn man eben ein Big Ball of Mud hat. Und die Reaktion darauf ist Partnership. Das heißt, ich hätte jetzt zwei Kontexte, die eng miteinander interagieren. Sie müssen einen gemeinsamen Release-Schedule haben, sie müssen eine gemeinsame Planung haben. Und Partnership ist ja eigentlich etwas positiv Vorbesetztes. Man ist halt gerne in so einer partnerschaftlichen Beziehung. Aber in diesem Fall ist es eben gerade nicht etwas, was positiv besetzt ist, sondern in seiner Referenz hat der Eric Evans das illustriert mit diesen dreibeinigen Rennen. Also ich habe zwei Leute, ein Bein dieser beiden Leute wird zusammengebunden und da müssen sie halt einfach rennen. So, und das ist natürlich viel, viel schlechter, als wenn sie halt jeder normal rennen würden, weil sie eben so stark sich koordinieren müssen. Und das ist genau das, was Partnership eigentlich sagt. Das ist also etwas, was ich eigentlich nicht machen möchte. So, das bedeutet, hier ist es jetzt so, dass ich mit einer bestimmten Struktur anfange, Big Ball of Mud, die ich wahrscheinlich eben nicht mehr so überlegt habe, sondern die sich ergeben hat. Daraus ergibt sich, dass das System mutually dependent ist. Das ist ein Widerspruch zu Upstream-Downstream. Bei Upstream-Downstream ist ja die Aussage, einer beeinflusst den Erfolg des anderen, aber nicht umgekehrt. Bei Mutually Dependent ist es so, dass eben beide wechselseitig den Erfolg beeinflussen. Das ist also von daher eine Alternative oder ein anderes Faktum als Upstream-Downstream. Und darauf reagiere ich dann eben mit einer Partnership. Ich muss also diese Entwicklung sehr stark aufeinander abstimmen an der Stelle. Das ist sozusagen eine andere Art und Weise, wie das dann insgesamt dort zustande kommt und halt umgesetzt wird. Das ist also eine Alternative zu Upstream, Downstream und den daraus sich ergebenden Sachen Open Host Service,
oder Customer Supplier oder eben Conformist. Und hier ist es allerdings so, dass sich das halt ergibt aus der Struktur der Software. Deswegen muss ich dann eben sozusagen diesen Weg beschreiten. Und ich habe hier eigentlich nicht wirklich irgendwelche Möglichkeiten, jetzt groß auf irgendwas zu reagieren, sondern eigentlich ist eben meine Architektur so, dass sie mich halt in diesen Weg hineinzwingt, in die Partnership und eben in Mutually Dependent, weil sie eben so schlecht strukturiert ist. Schauen wir uns ein weiteres Szenario für Kollaboration an. Also ich habe hier Purchase, einen Einkauf, und ich habe Invoicing. Und wenn ich jetzt irgendetwas einkaufe, das ist die Stelle, wo ich halt etwas darüber lerne, dass neue Waren bestellt sind, dass die also irgendwann eintreffen werden und dass ich damit halt irgendetwas machen kann. Das heißt, wenn ein neuer Laptop irgendwann mal bei mir im Programm erscheint, wird er wahrscheinlich erstmal eingekauft. Und jetzt könnte ich halt sagen, naja, wenn ich halt diese Ware errichte beim Einkaufen, dann kann ich eben auch gleich zur Rechnungserstellung Daten übertragen. Ich kann eben wie sagen, das ist der Einkaufspreis und daraus ergibt sich dann irgendwie der Verkaufspreis. Ich kann sagen, zu welcher Art von Mehrwertsteuer da berechnet werden soll und so weiter und so weiter. Aber die Daten können halt sehr unterschiedlich sein. Das heißt also, der Einkaufspreis kann irgendwie nicht deterministisch zusammenhängen mit dem Verkaufspreis. Vielleicht sind irgendwie die Kategorien, nach denen ich bestimme, wie die Mehrwertsteuer berechnet wird, unterschiedlich und so weiter und so weiter. Und deswegen kann ich jetzt die Entscheidung treffen, dass hier eine Schnittstelle keinen Sinn macht. Dann wäre es also so, dass ein Einkäufer da sitzt und sagt, ich kaufe jetzt irgendwie einen neuen Laptop. Irgendwann gibt es dann ein Meeting mit jemandem, der dazu für zuständig ist, die Sachen halt anschließend auch zu berechnen. Und dort gibt es dann irgendwie eine Absprache und die Aussage ist, ja, also wir kaufen es halt irgendwie für 500 Euro ein. Du solltest also vielleicht 700 Euro machen. Nee, lass uns 600 Euro machen und mehrwertsteuermäßig sieht es so aus. Dann würde das dort entschieden werden und ich hätte keine IT-Kommunikation. Das kann man unterschiedlich argumentieren, nicht? Es gibt irgendwie Umgebungen, in denen man sagt, ja, diese Integration will ich haben, aber es kann es eben auch möglicherweise nicht wert sein. Das ist genau das, was Separate Ways sagt. Separate Ways sagt, ich entscheide jetzt, diese beiden bauenden Kontexte, die im Prinzip eine IT-Schnittstelle haben sollten, bekommen keine. Ich finde das immer ganz lustig, wenn ich das halt in einem Workshop diskutiere oder in einem Training, dann habe ich manchmal das Gefühl, kommt sowas wie, ja, aber eigentlich will ich doch eine Schnittstelle und ich will das halt irgendwie unterstützen. Ich finde das immer relativ interessant, weil eine Schnittstelle ist irgendwie schon problematisch. Und wenn ich jetzt Separate Ways mache, dann habe ich den Vorteil, dass ich hier sage, der Erfolg oder der Misserfolg in diesem einbauenden Kontext, Purchase und Invoicing, hat eben praktisch überhaupt gar keine Konsequenzen für den anderen. Und das bedeutet, ich habe eine starke Unabhängigkeit. Und das ist erstmal grundsätzlich eine super Sache. Das heißt also, hier aus einer IT-Sicht würde ich argumentieren, dass diese nicht vorhandene Schnittstelle eigentlich etwas ist, wo ich hinarbeiten will. Und ich habe hier jetzt so einen Zusammenhang, der eben sagt, wenn ich sage, ich habe Separate Ways, das ist eine Designentscheidung. Ich sage halt, ich integriere das hier nicht mit dem Ziel dafür zu sorgen, dass ich anschließend eben free bin, dass also hier die Arbeit möglichst unabhängig ist. So, und das bedeutet, ich habe hier in diesem Domain-Driven Design insgesamt die Möglichkeit, organisatorisch zu antworten auf solche Dinge wie Upstream, Downstream oder Mutually Dependent, indem ich eben sage, hey, es ist Upstream, Downstream, wir machen jetzt Customer Supplier, Conformist oder Open House Service, oder wir stellen fest, es ist Mutually Dependent, dann müssen wir wohl eine Partnership machen. Oder ich kann sagen, ja, ich mache Separate Ways und dann bin ich eben frei und kann dort frei weiterarbeiten. Und das sind jetzt Dinge, die ich in ein Gesamtdesign eingießen kann, wo ich also ein Gesamtdesign entwerfe, das diese ganzen modernen Kontexte enthält, die Beziehung dazwischen, den Abhängigkeitsgraphen und dann eben zu einem entsprechenden Ergebnis führt. Das ist also das, was ich hier mit Domain-Driven Design auf dieser strategischen Ebene machen kann. Und das ist etwas, was ich in so einer Kontextmap im Prinzip darstellen kann. Ich habe also am Ende eine Kontextmap, die eben die bauenden Kontexte mit den entsprechenden Beziehungen darstellt. Und das sind eben auch insbesondere organisatorische Beziehungen, die ich dort nutzen kann. So, und damit kommen wir jetzt zu einem weiteren Thema, eben zu den Kontextmaps. Und Kontextmaps sind traditionell ein Überblick über alle bauenden Kontexte mit den entsprechenden Beziehungen, eben eine Kontextlandkarte. Da kann man in der Praxis jetzt ein paar Sachen noch hinzufügen. Normalerweise würde man jetzt sagen, nicht, ich habe sowas wie Invoicing, Order und Shipping. Ich habe dazwischen Beziehungen, Upstream, Downstream, Mutually Dependent oder was auch immer. Und ich definiere dann dort eben Customer Supplier, irgendwelche Reaktionen darauf.
Eine Möglichkeit, da noch was anders zu machen oder das tatsächlich zu erstellen, ist, die Architekten und Softwareentwickler es erstellen zu lassen. Das ist eine ganz geschickte Möglichkeit, um Wissen über Domain-Driven Design zu verbreiten und Wissen über die Bounded Context, über diese Context Map zu verbreiten. Das heißt also, ich würde mich jetzt nicht unbedingt hinstellen und es selber machen, sondern das eben zu delegieren an andere Mitarbeiter ist, glaube ich, an der Stelle eine gute Idee. Der andere Hinweis, wie für alle anderen Artefakte in der Architektur, gilt auch hier, ich möchte halt gerne Wert erzeugen. Ich möchte also nicht unbedingt DDD-Puristen erfreuen damit. Das bedeutet, wenn mir hier andere Informationen helfen, würde ich diese anderen Informationen dort eintragen. Also ich hatte ja vorhin diskutiert, dass Upstream-Downstream eine Beziehung ist, die hat mit Erfolg zu tun hat, nicht mit Daten oder Schnittstellen. Ich kann hier natürlich Schnittstellen, Datenflüsse oder sonst irgendetwas modellieren, wenn mir das halt mehr hilft. Da muss man nur irgendwie die Semantik klar bekommen. Das heißt also, es muss irgendwie einfach sein, zu verifizieren, ob es richtig ist. Und es muss irgendwie klar sein, was da drin steht. Also welche Definition von Upstream, Downstream man hat. Diese klare Semantik, die führt jetzt auch noch zu so einem Problem. Wenn ich jetzt sage, ich habe mal einen Kontext, das kann irgendetwas irgendwo im Source Code sein. Das bedeutet also, ich kann einen bounded Context haben, der irgendwie in einem Java-Projekt drinsteckt, zusammen mit anderen bounded Contexten. Es kann sein, dass das ein eigener Microservice ist oder was auch immer. Bestimmte Dinge, wie zum Beispiel eine Customer-Supplier-Beziehung, machen auch Sinn bei Teams. Ich kann sagen, dieses Team darf dem anderen Team Requirements reinkippen und die verhandeln das. Der Vorteil, wenn ich jetzt in einer solchen Context-Map Teams einzeichne, ist, dass die Semantik klar ist. Ein Team kann ich sozusagen anfassen. Das sind bestimmte Leute. Es ist klar, wer dazugehört oder nicht. Das bedeutet, die Semantik ist klarer. Oder zum Beispiel ein Source-Code-Repository. Wenn ich sage, das ist ein Git-Repository, da sind halt irgendwelche Codezeilen drin, dann kann ich eben sagen, und dieses Ding hat eine Schnittstelle hin zu irgendwas anderem. Und auch das ist etwas, was eben objektiv nachvollziehbar und verifizierbar ist. Ich kann zum Beispiel auch Drittsysteme dort reintun oder eben auch nicht. Drittsysteme sind ja vielleicht etwas, was ich nicht selber unter Kontrolle habe, aber es ist so, dass ich dort dann natürlich zum Beispiel sagen kann, naja, das hat Amazon. Amazon nimmt irgendwelche Sachen von uns entgegen und das ist ein Open-Host-Service, der entsprechend dort als generische API existiert. Ich kann Schnittstellen dort mit einbauen. Ich kann Upstream, Downstream im Sinne von Domain-Driven Design dorthin reinbekommen. Ich kann Strategic Design Patterns da reinbekommen oder vielleicht ist davon auch nichts in Benutzung. Also es ist eben ja nicht so, dass jetzt jedes Projekt unbedingt alle diese Patterns und diese Ideen benutzen muss. Da ist wieder wichtig, dass eben die Semantik stimmen muss. Es ist eben nicht so, dass dort es hilfreich ist, wenn man sagt, so sieht es aus und am Ende stellt sich fest heraus, nee, das ist eben gerade nicht so, weil es ein wenig nicht klar ist, wie diese Begriffe eigentlich wirklich gemeint sind. So, und das ist so ein bisschen Praxistipp rund um dieses Bounded Context, Context Map, grob granulares Design, wie man so etwas eben an der Stelle aufbauen kann, wie man damit umgehen kann an der Stelle. Domain-Driven Design soweit zu verstehen, ist schwierig und aufwendig, aber das ist eigentlich noch der einfachere Teil. Ich komme durchaus zu Kunden und sehe dort ausgearbeitete Context-Maps, Zielmodelle, Ideen, wie man denn nun ein System mit Domain-Driven Design aufbauen will. Und für ein Greenfield-Projekt wäre das ja auch ausreichend, aber für Domain-Driven Design und ein Legacy-Projekt ist das irgendwie ganz was anderes und das ist etwas, was eigentlich häufiger meine Herausforderung ist. Hintergrund ist dort, wenn ich ein System bereits habe, das halt irgendwie strukturiert ist und ich jetzt sage, okay, das kann ich so nicht mehr weiterentwickeln, ich möchte jetzt irgendwelche Dinge ändern, dann ist Domain-Driven Design etwas, was mir helfen kann, wo ich jetzt sage, okay, ich habe eben bestimmte bauende Kontexte, die offensichtlich zum Beispiel ein großes Datenmodell leichter wartbar machen und das ist offensichtlich etwas, womit ich leichter ein System umsetzen kann. Das Problem bei der Sache ist, dass sich dann eine andere Frage stellt. Dann ist es nicht so, dass ich von Anfang an die Architektur richtig machen kann, sondern jetzt muss ich schauen, dass ich meine vorhandene Architektur irgendwie so ändere, dass sie meiner Zielarchitektur besser entspricht. Und das ist eine ganz andere Art von Herausforderung. Das heißt, diese Zielarchitektur, wenn ich sie gebaut habe, hilft mir gar nicht so viel. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Und da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Ansätze.
Einen Ansatz hat der Nick Thune diskutiert. Da gibt es ein relativ umfangreiches Paper, was er veröffentlicht hat. Und ich habe das in einer Folge von Softwarearchitektur.tv auch nochmal genauer diskutiert. Das ist so ein Format, wo ich per Videostream irgendwelche Dinge diskutiere, inhaltliche Dinge diskutiere. Und dort habe ich eben dieses Paper von dem Nick Thune diskutiert. Und dieser Ansatz geht jetzt so vor, dass Nick Thune erstmal diskutiert, welche Business-Strategie es eigentlich gibt und wie die mit meiner Architektur zusammenhängt. Daraus entwerfe ich dann eine Zielarchitektur und das ist dann etwas, wo ich mir überlege, wie ich die anschließend umsetze. So, und dafür schlägt Nick Thune eine Vielzahl von unterschiedlichen Artefakten vor, also beispielsweise den Business Model Canvas für die Business Strategie Alignment. Also da geht es darum, das Business Modell konkret zu erfassen, zu schauen, wie das denn nun genau funktionieren soll, und das kann ich in so einem Canvas dann entsprechend hinschreiben und das anhand dessen feststellen, analog das Value Proposition Canvas und verschiedene weitere Dinge. Da kann man jetzt argumentieren, naja, das sind Dinge, die eigentlich mich als Softwarearchitektin gar nicht so interessieren, aber in Wirklichkeit sind das hier zentrale Sachen, weil ich daraus eben zum Beispiel den Fokuspunkt ableiten kann, den ich ja brauche, zum Beispiel für sowas wie Upstream, Downstream und die verschiedenen anderen Sachen, die ich in Domain-Driven Design habe. Insofern ist das eine logische Erweiterung eigentlich. Dann würde ich meine Zielarchitektur definieren, zum Beispiel mit sowas wie Event-Storming. Das ist ein bisschen ein klassisches Mittel, wo ich die Ereignisse, die in meinem System passieren können, herausfinde durch einen kollaborativen Prozess, wo lauter Post-its an eine Wand gehängt werden. Das ist also ein Prozess, den halt auch Fachexperten sehr einfach folgen können. Und womit ich dann eben diese fachlichen Anforderungen erfassen kann, oder eine Context Map, das habe ich vorgestellt, womit ich eben die bauenden Kontexte in Beziehung setze. Und dann baue ich zum Beispiel sowas wie eine Core Domain Chart oder andere Artefakte, um damit vorzugehen. Da gibt es also eine Vielzahl an unterschiedlichen Artefakten und in der Folge bei Softwarearchitektur im Stream zeige ich die halt auch. Besonders spannend finde ich jetzt diese Core Domain Chart, die sagt, wir zeigen jetzt gewisse Domain-Elemente auf, und zwar danach, wie stark sie mich im Geschäft differenzieren und wie komplex sie sind. Und da gibt es eben diese Core-Elemente, die Dinge, die also sehr komplex sind, mich aber sehr stark auch differenzieren, die unterstützenden und dann eben diese generischen. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, ich habe halt zum Beispiel dieses Shipping. Das ist jetzt im Moment etwas, was so Supporting ist, woran 4 Personen arbeiten. Und offensichtlich wird jetzt aufgrund von irgendwelchen Geschäftsentscheidungen das wichtiger. Wir sagen halt, wir wollen eher Sachen pünktlich zustellen, das ist ein geschäftsentscheidender, differenzierender Faktor. Also sollen da dran jetzt 6 arbeiten und es ist für mich im Core. Ich habe dieses Artefakt jetzt aus der Vielzahl von Artefakten rausgesucht, also da sind mindestens 10 oder so, die Nick Thune dort diskutiert, weil ich es zum einen interessant finde, wie man hier aus einer Geschäftsstrategie bestimmte Sachen ableitet, also wie wichtig bestimmte Dinge werden. Und das andere ist, das ist vielleicht nochmal interessant, um diese Geschichte mit dem bauenden Kontext zu verstehen. Wenn ich also 4 Leute habe, die an Shipping arbeiten, bedeutet das, dass das eher so ein System ist. Das ist ein Stück, was ich irgendwo in meinem Source Code, in meinem System identifizieren kann. Also wahrscheinlich ein real existierendes System. Und das muss gar nicht vielleicht nach bauenden Kontextideen geschnitten sein. Das könnte zum Beispiel jetzt auch ein System sein, das Warenstammdaten verwaltet. Das heißt also, hier werden Domain-Driven Design-Ansätze verwendet. Also, dass ich hier sage, es sind bestimmte Sachen sind im Kern, bestimmte Sachen werden wichtiger. Aber das ist nicht etwas, was jetzt unbedingt mit bauenden Kontexten zusammenarbeiten muss, sondern das könnte ich eben auch mit anderen Systemen machen. Und wenn ich schon Systeme habe, werde ich wahrscheinlich erstmal mich auf die fokussieren und die hier in dieser Core Domain Chart unterbringen. Und das bedeutet, dass eben bestimmte Ideen, wie zum Beispiel diese organisatorischen Patterns, Customer Supplier oder so, aber auch diese Idee mit dem Fokus und diesen Core Domains, das ist etwas, was nicht unbedingt nur mit Domain und Design zusammenhängt, sondern das kann ich breiter nutzen. Ein ganz anderer Ansatz, um mit Domain-Driven Design umzugehen, ist das, was Eric Evans diskutiert in seinem Paper Getting Started with Domain-Driven Design. Auch das ist etwas, wozu ich eine Folge gemacht habe über Softwarearchitektur im Stream. Und das ist so ein bisschen eine Ergänzung zu dem, was Nick Thune hat. Das heißt, ich sage, ich habe hier ein großes Legacy-System
Und in diesem Legacy-System kann ich so einen Bubble-Bounded-Kontext bauen. Das heißt also, ich habe dort um mich herum vielleicht so ein Big Ball of Mud, schlecht strukturiert, und jetzt baue ich so eine Blase dort ein, die eben sauber strukturiert ist, und jetzt muss ich das Ganze natürlich irgendwie mit dem umgebenden System da anschließen, und da kann ich ein Anti-Corruption-Layer benutzen. Ich kann also sagen, es gibt um mich herum Datenmodelle von Waren oder Bestellungen oder sowas, und die will ich jetzt bei mir irgendwie in ein anderes Modell überführen, das irgendwie einfacher zu nutzen ist, dass nur die Information hat, die ich tatsächlich benötige, das halt eher diesem Bounded-Context-Idee entspricht. Und das kann ich dann innerhalb meines Systems, innerhalb meines Bounded-Context mit so einem Repository dahinter verstecken. Repository ist normalerweise etwas innerhalb von Tactical Design, wohinter sich eine Datenbank verbirgt. Das heißt, ich habe dort Methoden, die jetzt sagen, gib mir alle Bestellungen oder was auch immer es sind, gib mir alle Kunden, holen mir einen spezifischen Kunden, solche Sachen, und normalerweise würde es auf die Datenbank gehen. In diesem speziellen Kontext würde es jetzt aber sich aus diesem Big Ball of Mud die Daten holen und dort auch wieder abladen. Und da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel einen Synchronizing Anti-Corruption Layer haben. Also bei der ersten Variante, da wäre es jetzt so, dass ich sage, ich möchte gerne eine Ware. Das ist ein synchroner Call, der dort irgendwie reingeht und dann eben direkt dafür sorgt, dass dort die Information rausgelesen wird aus dem alten Datenmodell. Bei diesem Synchronizing Anti-Corruption Layer, da würden die Daten repliziert werden. Ich würde also meine eigene Repräsentation haben, die eine Kopie ist, und dadurch kann ich mein Datenmodell leichter erweitern. Also in diesem Vorschlag kann ich jetzt sagen, hier gibt es zusätzliche Felder, die speichere ich hier ab, und das kann ich in dem anderen nicht, da müsste ich die halt in dem Legacy-System nachpflegen. Hier habe ich tatsächlich eine stärkere Autonomie, und das ist eben an der Stelle sicher vorteilhaft. So, das heißt also, ich habe hier unterschiedliche Möglichkeiten, in so einen großen Big Ball of Mud so Sachen reinzusetzen. Und man sieht, das ist eine sehr feingranulare Strategie. Das ist also etwas, wo es eher darum geht, so kleine Sachen zu ergänzen, im Gegensatz zu dieser grobgranularen Strategie, die Nicktune vorschlägt. Und deswegen ist das auch ein Teil der Möglichkeiten, die Nicktune vorschlägt, um eben sein System entsprechend zu erweitern. In der Zusammenfassung, für mich ist Domain-Driven Design vor allem deswegen wichtig, weil es mit diesem grobgranularen Schnitt meines Systems mir dort helfen kann. Und ich komme dort zu sehr unabhängigen Modulen, Bounded Kontexten. Eigentlich gebe ich dort als Designrichtlinie rein, baut bitte Module, die jeweils eine Funktionalität möglichst allumfassend implementieren. Und das führt dazu, dass diese Module sehr unabhängig sind, weil sie eben eine Funktionalität möglichst ohne das andere interagieren implementieren. Das bedeutet also, dass sie eben sehr unabhängig voneinander sind. Und weil sie auch das Datenmodell aufteilen, deswegen habe ich am Ende dann kein großes, allumfassendes Datenmodell. Und damit bin ich jetzt hier bei einer Lösung für eigentlich die typischen Fehler, Probleme, die ich in Softwarearchitektur sehe. Also zum einen starke Abhängigkeiten, zum anderen übergroße Datenmodelle, die halt irgendwie alles umfassen. Das ist der Grund, weswegen ich persönlich Strategic Design so spannend finde. Domain-Driven Design schlägt sonst auch so organisatorische Lösungen für architekturelle Herausforderungen vor, also zum Beispiel Customer Supplier als Antwort darauf, dass ein Downstream-Bounded-Context irgendwie sehr wichtig ist. Das heißt also, ich stelle fest, durch meine Aufteilung, durch die Art und Weise, wie die fachliche Struktur aussieht, ist ein bestimmter Bounded-Context, zum Beispiel Invoicing, Downstream, hängt also von anderen bounded Kontexten wie zum Beispiel dem Bestellkontext ab und kann nur erfolgreich sein, wenn der Bestellkontext entsprechend agiert. Darauf reagiere ich, indem ich sage, diejenigen, die jetzt diesen Invoicing-Kontext haben, die dürfen bei dem anderen Kontext Requirements einkippen. Und das ist eine organisatorische Antwort darauf. Die Context-Map kann ich anders strukturieren, die muss ich unbedingt bauen und Kontext enthalten, die kann Teams enthalten, Source Code Repositories, was auch immer mir dort eben hilft. Da sollte ich nicht allzu dogmatisch sein an dieser Stelle. Und dann habe ich gesagt, dass die Legacy-Migration in Richtung Domain-Driven Design in sich eine große Herausforderung ist. Also selbst wenn ich halt dieses ideale Bild habe davon, wie mein Zielsystem aussieht, selbst dann benötige ich irgendwie eine Migrationsstrategie, und die ist in sich irgendwie kompliziert und aufwendig. So, und da ist eine Möglichkeit, das zu tun, was der Nicktune sagt. Also ich fange an,
mit der Business-Strategie, wie ändert sich die Business-Strategie, dann schaue ich halt über verschiedene Artefakte, was ich eigentlich erreichen möchte, habe dort einen relativ großen Kasten an Möglichkeiten, die ich halt nutzen kann und versuche das so zu lösen. Oder ich mache das so wie Eric Evans und ich gehe eher so auf Code-Ebene vor und versuche im Code jetzt ein kleines Teil zu isolieren und das entsprechend zu verbessern.